So, hier müssen wir nämlich rein. Und wir müssen als allererstes... Nee, wir müssen nicht. Wir können das auch von unten aus probieren. Das geht vielleicht einfacher. Gut. Als erstes müssten wir hier mal zumachen. Der muss weg. Dann müssten wir hier mal... Hier müssen wir den mal rausnehmen. Und dann müssen wir als erstes hier dicht machen. Nee. Ach, nicht so viel auf einmal, verdammt. Das weg, das weg, das weg, das weg. So, dann können wir jetzt eigentlich auch noch hier unten den hier hinten wegnehmen. Das weg und das weg. So, und dann geht es weiter. Dann müssten wir nämlich hier anfangen, alles dicht zu schmieren. Damit wir auch dieses Wasser hier rausbekommen. So, dann haben wir das. Es ist immens schwierig, hier durchzukommen, wenn die Viecher hier wirklich... So. Das ganze Wasser runterlassen. Dann machen wir jetzt hier erstmal dicht. Ihr müsst leider sterben. Huch, jetzt ist hier auch noch... Jetzt wird's auch noch Nacht. So, den müssten wir auch abbauen. Das Ding muss weg und das muss auch mal weg hier. Das nehmen wir so weg. Gut, jetzt haben wir das schon mal erledigt. Jetzt werden wir mal fix rein in unser schickes Haus, um da mal jetzt die Nacht einmal zu verbringen. Ich muss gleich erstmal meine Katze kraulen, glaube ich. Die ist mega rollig. So, geht er hier erstmal hoch. Ach, jetzt guckt sie wieder um die Ecke. Hat aufgehört zu krakeln, jetzt guckt sie mich an. Was willst du mir damit sagen, Gizzy? Mensch, Mensch. So. Haben wir inzwischen noch mehr Glas, das können wir auch noch mitnehmen hier. Huch. Dann möchte ich den Keller hier demnächst auch mal noch anständig ausbauen. Da haben wir jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr, das sollte jetzt wirklich langsam reichen. So. Den Großteil können wir so lassen. Wir müssten nur mal eben hier wieder vernünftig rein, das machen wir jetzt mal so. Dann müssen diese hier alle wieder weg. Die alten Schilder. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Das Wasser hat sich jetzt erledigt. Ich weiß gar nicht, ob das hier mit den Hühnern noch aus der Zeit war, bevor das mit den Trichtern losging bei Minecraft. Ich glaube nämlich ja. Dann würde das erklären, warum wir das hier so umständlich gebaut haben. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann wir das gemacht haben. War das vor 1.5 oder nach 1.5? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, jetzt möchte ich hier diese Dinger wieder rausreißen. Die waren ja nur zum Wasserstoppen da. Und wir haben eh genug Spitzhacken, dass wir das so ein bisschen verknusen können hier. Und für den Leuchtturm habe ich leider noch nichts weiter ausprobieren können, weil ich noch so mit anderen Aufnahmen beschäftigt war, dass ich da momentan nicht zugekommen bin. Die Hühner waren mir da erstmal wichtiger. Muss mal einmal die Katze nochmal kraulen hier. So. Schön am Kopf kraulen. So. Dann können wir das hier nämlich alles ein dichter machen. Also ein dicht machen. Und dann setzen wir das alles ein bisschen anders, als es eigentlich sein sollte am Anfang. So, was ich jetzt nämlich zuerst mal brauche, ist... Hier unten auch ist mal Stein drin. Hier, das können wir alles wieder zumachen. Hier ist jetzt unwichtig geworden. Zack, das machen wir mal dicht. Hier muss nachher Erde rein. So, und jetzt fangen wir an, hier Legebatterien hinzusetzen. Und zwar geht das eigentlich recht einfach. Das machen wir jetzt mal so. Warum habe ich jetzt 8 Trichter? Wurst. So, hier muss einer hin.
Und zwar möchte ich das so haben, dass wir hier unter einen Block haben und da kommt der... Verdammt, das ist so falsch. Aus dem einfachen Grunde, weil wir hier hinten ja noch gar kein Glas drinne haben. Das müssen wir mal eben hier dicht machen. Und die hintere Reihe dann rausreißen wieder von außen, damit wir das hier alles ein schmaler nachher haben. Da muss auch noch Glas rein. Es ist jetzt gerade etwas verwirrend zu bauen, der ganze Kram hier. Weil das Glas so eine merkwürdige Textur hat. Da ist der nächste Stack. So, dann machen wir hier dicht, hier dicht, hier dicht, da und da und hier noch. Huch. Dann fangen wir jetzt hier von der Seite an. Schon haben wir wieder Glas verschwendet, ist doch einfach herrlich. So, jetzt haben wir hier nämlich das alles ein schmaler gebaut und jetzt können wir uns hier wieder rausfinden. Kann man auch ein Labyrinth mal draus bauen, das wäre auch eine Idee. So, jetzt möchte er nämlich hier die Truhe hin haben und dann müssen wir uns hier mal links und rechts einmal freimachen kurzfristig, damit wir jetzt die Trichter vernünftig setzen können. So, jetzt muss ich nämlich hier das Ding hier drauf zwiebeln. Da kommt einer ran. 2, 3, 4. Und dann machen wir hier 1, 2, 3. So, die Trichter verbinden sich jetzt nämlich untereinander. Das heißt, dieser pumpt in diesen, dieser pumpt dahin und alle pumpen sie in die Mitte. Und der pumpt das nach unten in diese schicke Truhe. Jetzt haben wir leider zu wenig Trichter da. Das heißt, wir werden hier erstmal zumachen. Genauso auf der anderen Seite. Das können wir dann später noch erweitern, wenn wir das Eisen haben für die Trichter. Und jetzt können wir unsere Eierkanone auch wieder laden hier. Da kommt wieder einer rauf. Die schmeißen wir da mal rein. Ziehen jetzt am Hebelchen und wenn ich jetzt gerade wüsste, wo er es hingelegt hat, da nämlich. So, und jetzt mit etwas Glück kommen da nämlich die Hühner rein. Etwas Glück haben wir dann welche. Oder auch nicht. Es kommen natürlich keine Hühner. Da, ein Huhn. Das ist ja mal doll. Sobald die ausgewachsen sind, fangen sie an, Eier zu legen. Und diese fallen in die Trichter. Und die Trichter trichtern sich das gegenseitig zu bis zur Mitte und jetzt haben wir schon drei Hühner. Mensch, ist ja mal klasse. Einmal das Mikro neu positionieren. Da, jetzt ist er leer. So, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus, außer dass hier diese Dinger noch am Stören sind. Ich würde das nämlich gerne auf die andere Seite irgendwie bringen. Oder das... Wo kommt das Huhn jetzt hier runter? Hallo? Fallen die jetzt hier durch oder was? Was soll denn der Scheiß? Das hat doch in der Testwelt eben alles funktioniert. Verdammte Scheiße. Dann machen wir das mal so, dass wir hier an der Seite, vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier jetzt noch dicht machen, dass er es hier irgendwie rübergebackt hat oder was weiß ich, wie er das hingekriegt hat. Und dann müssten wir jetzt hier auch noch zu... Du stirbst erstmal, dich will ich hier nicht sehen. So, dann machen wir jetzt nämlich hier auch noch dicht. Versuchen wir das einfach mal. 1, 2, 3. Und dann ist dazwischen einer frei, den er nicht haben wollte. So, theoretisch dürften die Hühner jetzt da oben drinne bleiben. Hofft er. Sonst müssen wir das noch irgendwie anders versuchen. Weil die backen sich jetzt irgendwie durch die Trichter. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Aber so sollte das jetzt im Großen und Ganzen eigentlich schon mal funktionieren. Wenn wir nachher hier Eier drin haben, weiß ich, dass es geht. Muss mal eben meine Katze zur Raison rufen. Die macht schon wieder die Türen auf. Bis gleich. Und da ist er auch schon wieder. So, die Katze hat sich jetzt wieder beruhigt, die alte Sau.
So, wollen wir doch mal sehen. Können wir noch mal einmal mit der Schere Amok laufen hier. Dann haben wir die Schere nämlich auch bald ganz kaputt. Was? Da ist doch einer. Komm her, du Sau. Ja, ja, hast du dir so gedacht? Eieieiei. So, jetzt wollte ich mit der Schere Amok laufen. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Da ist unser Schweineschäfchen wieder. Schweinchenscharf in rosa. So, noch einer ohne Fahrschein hier. Nö, alle haben sie. Sehr schön. Können wir jetzt auch mal hier die wildesten Viecher züchten. So, hier habe ich noch drei Hühnchen, die nehme ich noch mit. Dann die Schere, die fast kaputte, kommt hier wieder rein. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal erstmal auf Eisentour, weil wir noch viel mehr Eisen brauchen. Hier die beiden nehme ich auch noch mit. Zack. So. Huch. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt mal erstmal ein bisschen was wegschmeißen. Das kann weg. Und das kann weg und das kann weg und das kann weg. Und dann habe ich hier bestimmt noch Hühnchen drin. Jawohl, hab ich. Als nächstes müssten wir dann mal noch ein bisschen Rindfleisch fertig machen. Dann nehmen wir aber mal nur 40. Was möchte ich noch fertig machen? Ich möchte... Das hier möchte ich auch noch fertig machen, obwohl... was soll der Geiz? Wir machen es komplett fertig. Das schmeißen wir alles unten rein in unsere Schmelzierungsanlage und dann sehen wir weiter. Das kann dann ja schon mal vor sich hin köcheln irgendwann. Das schmeißen wir hier unten irgendwo hier so hin. So, und er müsste jetzt hier erst den Sand durchziehen. Danach fängt er an, das Holz durchzuziehen. Und danach macht er die Hühnchen fertig. Ne, erst macht er das Rindfleisch fertig und danach macht er die Hühnchen fertig. So, hier schmeißen wir noch mal ein paar Federn jetzt dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt los und besorgen uns mal wieder ein bisschen Eisen. Da können wir eigentlich hier die Abkürzung nehmen. Das hier wollte ich auch noch ausgebaut haben. Hier das... Treppe noch wieder ein bisschen breiter. Gut, dann wollen wir mal gucken. Jetzt rennen wir mal aus Versehen in die andere Richtung. Normalerweise rennen wir immer nach hinten, aber jetzt rennen wir mal nach hier. Hier müssen auch noch Stufen runter, sieht er gerade. 40. Gehen wir mal ruhig tiefer. Bis nach ganz nach unten. So, hier ist es jetzt recht dunkel. Und es ruckelt tierisch. Ich hatte ja schon so viel gemacht hier unten. Sekunde, warte mal. Ich muss hier jetzt... hier muss ich weiter. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir jetzt hier so zutage fördern. Ich hoffe, da ist ein bisschen Eisen jetzt dabei. Das müssen wir dann sehen. So, wie habe ich das jetzt mit den Fackeln gemacht? Hatte ich die ein frei und dann... Alles klar. Dann gehen wir mal gucken. Drei breit habe ich das sogar gemacht. Meine Güte, wir haben es ja hier. So. Gehen wir doch mal sehen. Gehen wir doch mal sehen. Das ist ja Wahnsinn hier. Meine Deutsch ist grandios. Ich würde auch gerne nochmal eine Höhlenerkundung machen. Wenn ihr da auch mal Lust drauf habt, dann sagt mal Bescheid. Dann können wir das gerne mal machen. Weil hier unten ist es ja doch immer relativ langweilig beim Strip Mining. So nennt sich das ja hier. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier uns erstmal jetzt hier geradeaus durchgraben. Mal gucken, was wir da jetzt noch... Vielleicht finden wir auch noch ein bisschen Redstone zwischendurch. Wäre auch nicht die schlechteste aller Ideen. Redstone kann man nie zu wenig haben. Zu viel haben. Genau wie Lapis. Das kann man bei Dorfbewohnern manchmal eintauschen. So, dann schmeißen wir hier erstmal 3, 4, 5, 6 Fackeln hin. Geht das hier hinten eigentlich noch groß weiter? Ach ja, stimmt, hier hinten war die alte Lava.